Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute Steelbook von The Imitation Game von Zavi. Und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, heute hier Steelbook Imitation Game von Zavi. Film habe ich leider noch nicht gesehen. Wollte ich immer mal, aber irgendwie, ja, wie es manchmal so ist, dann verliert man das aus den Augen und dann irgendwann, ja. Ja, jetzt wie gesagt, war hier ganz günstig bei Zavi, gab es dieses Steelbook. Das fand ich eigentlich von vorne schon ziemlich cool. Und es war jetzt für knapp 10 Euro. Und da musste ich dann einfach zuschlagen. Jetzt haben wir hier natürlich wieder schön J-Cut schön rangeklebt hier. Perfekt mit diesen fetten Klebepunkten. Sehr, sehr schön. Was für Dinger, du? Oh, mein Gott. Oben auch nochmal. Wenn schon, denn schon. So, haben wir sie ab. So, dann haben wir hier die J-Card. Das Film soll ja ganz gut sein. So, dann haben wir hier die Front. Das ist ja diese, ich weiß gar nicht, wie die Maschine hieß da, wo sie das mit entschlüsselt haben. Ziemlich ist so in matt gehalten. Ja, ist auch so ein bisschen blasser Druck, aber das passt, glaube ich, so zu diesem Alt-Image sozusagen von diesem Film. Wie gesagt, spielt ja im Zweiten Weltkrieg. Dann haben wir hier die Rückseite, das ist natürlich auch cool gemacht, so finde ich, wie er. Vorne ist ja von vorne drauf und hinten sieht man seine Rückansicht mit diesem Spruch hier oben drauf oder was ist Spruch mit diesem Text. Ist okay. Haben wir hier Imitation Game zu stehen. Studio Kanal Logo. Öffne mal. Ja, ist ganz cool. Wie gesagt, für den Preis geht das in Ordnung. Es sieht von vorne, finde ich es eigentlich ziemlich cool. So. Von innen sieht das Ganze so aus. Die Disc mal raus. Dann haben wir hier die beiden Charaktere. Auch cool gemacht hier so mit diesem Code sozusagen hier. Ziemlich cool. Also schönes Steelbook. Nicht perfekt, sage ich mal. Aber geht in Ordnung. Für den Preis ist es auf jeden Fall annehmbar. Ja, und in diesem Sinne soll es auch schon wieder gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.